Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, im Februar diesen Jahres ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach Ruanda geflogen. Eine kleine Delegation des Bundestages hat ihn begleitet. Der Herr Kollege Diaby war dabei, Frau Schulz-Asche war dabei, Frau Pfeiffer von der CDU-CSU-Fraktion und ich selbst auch. Wir haben dort in Kigali im Hotel Mikoyin übernachtet und wahrscheinlich haben einige von Ihnen den Film Hotel Ruanda gesehen, ein Film, der sehr ergreifend ist in seiner ganzen Schrecklichkeit. Und wenn man in diesem Hotel übernachtet, wo über 1000 Menschen Zuflucht gesucht haben, dann hat man die Bilder immer wieder im Kopf und sie lassen einen nicht los. Das ist ein sehr seltsames Gefühl. Wir waren dann gemeinsam im Kigali Genocide Memorial Center. Wir haben dort einen Kranz niedergelegt und wir haben uns vor den Überresten von über 250.000 Opfern verneigt. Das Gefühl, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind, lässt einen nicht mehr los. Herr Heinrich, in eben diesem Museum wird an unterschiedliche Völkermorde erinnert und Sie haben einige davon erwähnt, aber einen nicht, an den dort auch erinnert wird. Und das ist mir in der Debatte zu dem Völkermord an den Armeniern aufgefallen, nämlich den Völkermord, der an den Herero und Nama begangen wurde. Und ich finde, dass die Bundesregierung mit der gleichen Konsequenz, mit der sie die Anerkennung von den Türken des Völkermords an den Armeniern einfordert, mit der gleichen Konsequenz sollte man hier auch zur eigenen Verantwortung stehen. Und davor schreckt die Bundesregierung bisher zurück. Die Frage nach dem Warum müssen wir uns heute, 21 Jahre danach, stellen. Natürlich, die Hauptverantwortung tragen die Täter in Ruanda und diejenigen, die diesen Völkermord geplant und organisiert haben. Mitverantwortung tragen, und darüber haben wir gesprochen vor einem Jahr, auch die europäischen Kolonialmächte, die die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi festgeschrieben haben, um besser in ihren Kolonien regieren und ausbeuten zu können. Mitverantwortung tragen auch jene, die hier in Berlin, gar nicht weit von hier, Afrikas Grenzen mit dem Lineal gezogen haben, ohne jene zu fragen, die in diesen Ländern damals dort lebten. Mitverantwortung trägt Frankreich. Frau Schulz-Asche hat darauf hingewiesen, Frankreich hat die Genozidregierung unterstützt, als das Morden lief, und Frankreich leugnet bis heute seine Verantwortung. Und Verantwortung trägt die Weltgemeinschaft, die Ruanda in seiner dunkelsten Stunde allein gelassen hat. Im Gespräch mit ruandischen Abgeordneten habe ich gesagt, dass ich mich dafür schäme. Was hat das Ganze mit Deutschland zu tun? Wie konnte es geschehen, dass unser Land 1994 alle Signale, was passieren wird, nicht gesehen und nicht gehört hat? Die Beziehungen waren ja außerordentlich eng. Die Deutsche Welle war in Ruanda, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die politischen Stiftungen, die Kirchen, NGOs, sogar Bundeswehrberater hatte Deutschland nach Ruanda entsandt. Warum hat das Kanzleramt, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Entwicklungsministerium nichts von all dem gesehen? Wir fordern in unserem Antrag, dass alle dafür notwendigen Akten jetzt offengelegt werden. Warum ist nichts geschehen, obwohl es eine unwahrscheinlich enge Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda gegeben hat und gibt? 650 Projekte haben beide Länder verbunden. Und wie konnte es geschehen? Frau Schulz-Asche hat darauf hingewiesen, dass damals die Visa-Anträge von 47 Ruandern, wo Rheinland-Pfalz versprochen hat, die Kosten selbst zu übernehmen, abgelehnt wurden. Und Herr Heinrich, es ist eben noch nicht alles geschehen, was möglich ist. Das Auswärtige Amt sagt selbst, dass eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung in Deutschland bis heute aussteht. Und deshalb schlagen Grüne und Linke genau diese vor. Es geht hier nicht darum, irgendwem Schuld zuzuweisen, sondern es geht tatsächlich darum, aus Fehlern zu lernen. Wir wollen eine unabhängige historische Kommission. Und weil Sie hier das Thema Responsibility to Protect erwähnt haben, darüber könnte man ja jetzt länger diskutieren. Aber eines ist mir an der Stelle sehr wichtig, und das gilt für alle Konflikte, über die wir im Moment reden. Vor dem Einsatz von Militär steht die Responsibility to Prevent, also zu vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt. Und da haben wir in Ruanda versagt, und da versagen wir leider bis heute in vielen Konflikten. Wir hätten uns gewünscht, dass es hier einen Allparteienantrag gibt. Den haben wir bisher noch nicht. Aber der Antrag wird ja jetzt in die Ausschüsse überwiesen. Vielleicht können Sie noch über Ihren Schatten springen und Sie auch. Vielleicht ist es möglich, dass wir hier zu einem Konsens kommen. Wir sind dazu bereit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen aus unseren Fehlern lernen, damit so ein Verbrechen nie wieder geschieht.
Ich denke, das sind wir den Hunderttausenden Opfern schuldig. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabriela Heinrich, SPD.